Endless Legend, erschienen vor wenigen Wochen, habe ich schon einige Male vorgestellt auf meinem YouTube-Kanal für Rundenstrategiespiele. Gleich als das Spiel als Early Access Version herauskam, habe ich ein kleines Vorstellungsvideo gemacht und später nochmal zwei Interview-Videos mit anderen Spielern oder Experten, Spielejournalisten zum Teil zu diesem Spiel und auch eine kurze Let's Play-Reihe. Mittlerweile ist das Spiel in der offiziellen Release-Version und das möchte ich jetzt mal zum Anlass nehmen, um nochmal ein Interview-Special zu machen und diesmal mit jemandem, der ganz, ganz nah dran ist an den Entwicklern. Die Entwickler, das sind Amplitude Studios in Paris, also französische Entwickler. Und die haben sich auf dieses Interview jetzt nicht so richtig eingelassen, weil ihre Deutschkenntnisse begrenzt sind und meine Französischkenntnisse auch und auf Englisch führen. Das Interview für einen deutschen YouTube-Kanal muss auch nicht unbedingt sein. Aber Nosferat Thiel, der kann ziemlich gut Deutsch. Das ist ein VIP-Fan von Amplitude Studios und von Endless Legend. Hallo, grüß dich. Moin. Was ist denn das, ein VIP-Fan? Naja, Amplitude hat schon, seitdem sie ihr Studio gegründet haben, sehr viel Wert darauf gelegt, immer mit der Community zu interagieren. Sie haben das Ganze auch Games Together genannt. Und das haben sie immer in zwei Stufen getan. Einerseits mit der Community, die tatsächlich im Forum präsent ist, die dann abstimmen konnten und auch immer Punkte dafür bekommen, um ihr Abstimmungsgewicht hoch oder runter zu schrauben, wenn sie ein Spiel kaufen. Und andererseits nehmen sie sich ein paar besonders aktive Forennutzer immer, die sehr aktiv dabei sind, mit zu diskutieren und befördern sie quasi in einen Very Important Person Status, wie zum Beispiel auch mich, oder erklären sie auch zu Community-Moderatoren. Und diejenigen sind dann noch ein Stück näher an den Entwicklern dran, können direkt mit ihnen reden, werden auch zur Gamescom normalerweise eingeladen und kriegen auf jeden Fall auch schnelle Antworten. Also ich habe zum Beispiel auch ein paar von den Entwicklern in meiner Steam-Freundesliste. Und rede vor allem mit dem Schreiber des Spiels. Das sind ja zwei Ebenen, auf denen die Entwickler kommuniziert haben mit den Fans. Das eine ist einfach diese Early Access Version, die es gab aus Steam. Das heißt, die Möglichkeit für Spieler frühzeitig dieses Spiel zu kaufen, bevor es fertig war und damit auch das Recht einzukaufen, alle weiteren Updates zu bekommen. Das heißt, das Spiel frühzeitig halbfertig zu bekommen und dann alle anderen Patches, die es danach gegeben hat, bis zum finalen Update der Release-Version dann in einem mit. Und das andere, das ist dieses ganz spezielle Modell, dieses Games-Together-Modell, was ihr hier habt bei Endless Legend und bei Amplitude. Und vielleicht kannst du das mal erklären, wie das funktioniert, denn das ist ja schon eine ganz besondere Art und Weise, wie die Entwickler auf die Fanwünsche zugegriffen haben. Kann man sagen, dass das Spiel wirklich ganz, ganz stark auch die Wünsche der Fans aufgegriffen hat? Es hat auf jeden Fall sehr viele Konzessionen gegeben, um das, was die Fans wollten, einzubauen. Das ganze Spiel wurde so schnell wie möglich in einen spielbaren Zustand, wenn auch nicht gerade einen bugfreien, in die Early Access Phase gebracht. Vor allem auch, um das Feedback der Spieler zu bekommen, bevor es zu spät ist, um irgendwas noch einzubauen. Das Ganze basiert ehrlich gesagt eher auf dem Gedanken, dass es sinnlos ist, ein Spiel zu entwickeln, vollkommen an den entsprechenden Kunden vorbei, zu irgendeinem Ideal, was man als Entwickler so hat, was vielleicht etwas ist, was man überhaupt niemand am Ende spielen möchte. Stattdessen haben sie dann halt die Technologie so weit vorangetrieben, dass man das Spiel spielen konnte, haben es möglichst schnell dann halt in die Early Access Phase gebracht und dann auch immer in ihrem Entwicklungsprozess Lücken eingebaut, die für nichts anderes vorgesehen ist, als das einzubauen, was die Spieler sich eigentlich noch wünschen. Wir brauchen dann noch diese Notifikationen im Spiel, um dann zum Beispiel eine Warnung zu bekommen, wenn unsere Stadt belagert wird. Daran denkt ein Entwickler vielleicht noch gar nicht mal, weil er sagt, ich spiele jetzt eigentlich sowieso in meiner Testversion nur auf einer kleinen Karte. Ich sehe meine kleine Stadt da. Ich krieg doch eh immer mit, dass die belagert wird. Aber dann kommen dann Spieler an, die auf riesigen Karten spielen und dann vielleicht 50 verschiedene Regionen haben und komplett die Übersicht verlieren. Und die wollen das haben. Dann kriegen sie's. Das zweite, was man immer bei denen berücksichtigen muss, ist, dass jeder, der ein Spiel kauft, kriegt dafür Punkte, die man im Forum, also auf der Plattform des Entwicklers, einlösen kann. Und diese Punkte geben einem ein Gewicht. Man kriegt auch mehr Punkte dafür, dass man im Forum aktiv ist. Aber die Spieler sind wesentlich wertvoller als jede Forenaktivität. Und dann gibt es immer Abstimmungen darüber, was soll denn jetzt als nächstes gemacht werden? Was ist der Community am wichtigsten? Diese Abstimmungen sind dann auch etwas, wo relativ viele Leute teilnehmen.
Normalerweise kriegt man für ein Spiel ungefähr 500 Punkte und dann sind 3 Millionen Stimmen dort gefallen. Kann man sich mal 3 Millionen durch 500 rechnen, um ungefähr eine Größenordnung davon rauszubekommen, wie viele Leute dann mitreden wollen. Und dort wurden auch solche Dinge entschieden, zum Beispiel, wie soll denn jetzt der Skin, also ein etwas anderes Aussehen für eine Fraktion aussehen, was wir Leuten versprochen haben, die ein bisschen mehr Geld bezahlt haben. Ja, also ein Aussehen ist es nicht. Haben die Leute auch darüber abgestimmt? Sie haben sogar darüber abgestimmt, was eine der 8 Fraktionen sein soll. Die ist komplett nur eingebaut worden von der Community designed, vom Aussehen her von der Community designed, und von der Community abgestimmt, welche aus 100 Vorschlägen letztendlich dann im Spiel gelandet sind. Solche Dinge sind aber auch wirklich nur möglich, wenn man von vornherein sein ganzes Spieldesign darauf ausrichtet, es machen zu können oder machen dürfen zu können. Es gab jetzt halt diesen Sprung zur Release-Version. Ich habe jeden einzelnen Sprung begleitet mit meinen Videos. Also den Alpha-Zustand des Spiels habe ich beschrieben im Video, den Beta-Zustand der Beta-Version. Bei diesem letzten Sprung von der Beta in den Release-Status. Die wichtigsten Änderungen in der Changelog-Liste der Änderungen scheinen mir zu sein, dass es halt eine neue Fraktion gab erstmal, nämlich die Cultists of the Eternal Till End. Was ist das für eine Fraktion? Welchen Charakter hat die? Welches strategische Profil? Das strategische Profil der Kultisten war das absolute Albtraum-Szenario für die Programmierer. Das ist die von der Community gewählte Fraktion gewesen und sie hat sehr viel extra Arbeit gebraucht, auch vom gesamten Spieldesign her, um eingebaut zu werden, weil sie fast alle Spielmechaniken, die man normalerweise kennt, bricht. In normalen Spielen, die man jetzt auch mit Civilization vergleichen könnte, würde man halt immer mehr Städte gründen, um sich auszubreiten. Also die Expansion ist, man packt irgendwo einen neuen Siedler hin. Bei den Kultisten läuft das anders. Es gibt auf der ganzen Karte in diesem Spiel immer kleine Dörfer von einheimischen oder eingeborenen Völkern, die einem Boni geben, wenn man sie dazu überredet, einem zu dienen. Die Kultisten gehen einen Schritt weiter, die überreden sie quasi, ihre Lieferanten zu sein für alles, was die Kultisten einnehmen. Alles um diese Dörfer herum wird immer zu der einen einzigen Stadt, die die Kultisten haben, verschifft. Und sie generieren auch gleichzeitig billige und ziemlich viele davon Einheiten automatisch für die Kultistenarmee. Das heißt, die Kultisten treten komplett asymmetrisch an, eine Stadt gegen alle anderen. Aber dafür können sie auch jedem in die Parade fahren und jedermanns Eingeborene dazu überreden, dann doch lieber für sie zu kämpfen, wovon sie auch regen Gebrauch machen und hauptsächlich mit Einheiten anderer Völker durch die Gegend ziehen und ihre eigenen Einheiten eher selten zu Felde bringen. Das ist halt diese eine neue Fraktion, die es jetzt gibt, die achte. Und außerdem gibt es noch die Möglichkeit, jetzt erstmals Völker komplett an die eigenen Spielvorlieben anzupassen. Wie funktioniert das? Man hat quasi ein Punktesystem, also die Hauptachse erstmal jeder Fraktion ist deren sogenannte Affinität. Für die Kultisten wäre das zum Beispiel nur eine Stadt zu haben, für eine andere Fraktion, wie zum Beispiel die wandernden Clans, wäre das die Fähigkeit, ihre Städte umzusetzen. Diese Affinität bleibt erhalten. Die sucht man sich aus den 8 vorgesetzten Möglichkeiten. Aber dann kann man alles, was zusätzlich noch möglich ist, zum Beispiel, dass man mehr Industrie produziert, dass man keinen Krieg erklären kann, dass man Dörfer letztendlich konvertieren möchte, anstatt sie einfach nur zu befrieden, wie die Kultisten es halt tun. Das kann man sich alles hinzuaddieren zu seiner Fraktion. Es kostet nur Punkte. Und dieses Punktekonto muss am Ende ausgeglichen sein. Oder auch, man kann natürlich auch weniger Punkte, als man insgesamt hat, ausgeben, wenn man sich selbst quasi Schwäche für seine Fraktion geben möchte. Aber so kommt man zumindest am Ende dann darauf, dass man sich komplett abstruse Sachen zusammenstellen kann, zum Beispiel eine Fraktion, die keinen Krieg erklären kann, die aber ausgerechnet dann die Affinität der Nekrophagen hätte, die im normalen Spiel nur Krieg führen können. Kann man sich basteln, kann man sich alles zusammenstellen. Ob es Sinn macht, ist dann eine ganz andere Frage. Die Kombinationen sind wirklich, ja, endlos.
Jetzt haben wir so viel schon geredet über Gameplay und über Strategie. Was mir an dem Spiel gleich zu Beginn sehr positiv auffiel, das war einfach die atmosphärische Dichte. Und ich das Gefühl hatte, hier in eine Welt hinein zu geraten, auch in eine grafische Welt, die ich so noch nicht kannte. Das wirkt doch sehr originell und sehr, sehr einzigartig und auch eigenartig, wenn man dieses Spiel startet. Welche Hintergrundgeschichte erzählt Endless Legend eigentlich? Was ist das für ein Universum, für ein Spielekosmos, in dem diese Völker hier entstehen? Muss man ein bisschen weiter ausholen und sich zwei Aspekte des Vorgängers anschauen. Endless Space haben die Entwickler ja vorher entwickelt. Das war halt dann ein Weltraumspiel. Von der Geschichtsschreibung her ist es der Nachfolger. Von letztendlich der Spieleentwicklung her ist es der Vorgänger. Und damals hat man den Entwicklern so schön vorgeworfen, das Spiel sei nichts weiter als eine Excel-Tabelle und es sei seelenlos. Dafür haben sie sich halt für den Nachfolger vorgenommen, das besonders zu ändern, weil es halt in allen Rezensionen dann immer durchschien und haben sehr viel Wert darauf gelegt, es nicht nochmal diesen Fehler zu begehen. Dafür haben sie sich dann halt in diesem Fall eine Welt genommen, die dann eher in die Fantasy-Art ging, die aber im gleichen Universum spielt. Die Begründung für Magie in diesem ganzen Spiel ist, dass es eine alte Zivilisation gab, die Endlosen, die quasi sehr, sehr fortgeschrittene Nanobots erschaffen haben, den wir als Dust kennen, das ist auch die Währung im Spiel. Und alle magischen Fähigkeiten, die wir in diesem Fantasy-Universum sehen, sind eigentlich nur unbewusste Anwendungen von extrem fortgeschrittener Technologie, also von diesen Nanobots, ja, das Einsetzen von Dust. Das ist erstmal die Grundidee, die man sich darin vorstellen muss, ist es eigentlich Low Fantasy und nicht High Fantasy. Magie im eigentlichen Sinne in Form von Mana gibt es nicht. Es gibt nur Magie, weil es derart fortgeschrittene Technologie gibt, die so aussieht, als wäre sie Magie. Und in diesem Universum sind dann halt sehr viele verschiedene Gruppen auf einem Planeten gestrandet, der ursprünglich mal ein Labor der Endlosen war, die sich in einem großen Bürgerkrieg selbst ausgelöscht haben. Das Problem ist natürlich nur, wenn man ein Labor für 1000 Jahre dort vollkommen unbeaufsichtigt lässt. Irgendwas entwickelt sich und irgendjemand Lebendiges kommt dann irgendwann aus den Ruinen gekrochen. In diesem Fall ist das Problem, dass sie alle aus den Ruinen gedrängt werden, alle diese 8 verschiedenen Völker inzwischen, weil der Planet langsam stirbt. Es kommen immer wieder Winter, die quasi jedes Mal länger werden und das Ende dieses Planeten einläuten. Und jetzt haben sie die Wahl. Entweder sie lösen das Problem und heilen den Planeten. Sie können versuchen, alle Völker zusammenzubringen, Diplomatie-Sieg zu erringen und dementsprechend dann dieses ganze lebendige System am Leben zu erhalten. Sie können aber auch genauso gut versuchen zu fliehen. Und das ist eigentlich auch das, was die Vaulters oder die Bunkerbewohner gemacht haben. In Endless Space existiert diese Fraktion. Die kommt dann auch angeblich vom Planeten aus Riga. Der Planet, den wir jetzt spielen, in Endless Legend, existiert auch in dem Vorgängerspiel. Und die sind damals von diesem Planeten geflohen und dann quasi im All heimisch geworden und spielen dann um die Weltherrschaft in der Galaxie im Vorgängerspiel. Es ist eigentlich ein wenig verdrehte Welt. Es ist ein Fantasy-Spiel, aber es ist kein typisches Fantasy-Spiel. Und ist aber ein Spiel mit einer sehr, sehr dichten Spielatmosphäre. Die Winter, die hast du bereits angesprochen, diese Winterphasen, die immer öfter kommen und immer länger wirken, welche Auswirkungen haben die auf das Spielgeschehen? Also insbesondere für die Strategie. Wie muss man sich als Spieler da daran anpassen, an diese Winterphasen? Auf jeden Fall sollte man durchaus Reserven haben. Im Winter werden letztendlich alle Einkünfte stark beschnitten. Man kann auch nicht damit rechnen, dass man Truppen an einer Front verstärken kann, weil alle letztendlich Abläufe sehr stark halbiert werden. Man kann sich nur halb so weit entfernen pro Runde. Und dementsprechend ist es eine ganz schlechte Idee, kurz bevor der Winter einsetzt, man ist sich nie ganz genau sicher, wann das sein wird, einen Angriff auf eine andere Nation zu starten, wenn man nicht komplett überlegen ist, da dann irgendwann diese Einheiten dort festsitzen, sich nicht zurückziehen können
und wahrscheinlich irgendwann aufgerieben werden. Oder was auch relativ vielen Leuten am Anfang passiert, ist, dass sie die ersten Winter nicht erwartet haben und plötzlich ihre ganzen Städte sterben und eingehen, weil schlicht und einfach kein Nahrung vorhanden ist oder ihre ganzen Truppen lösen sich auf, weil kein Geld erwirtschaftet wird, um sie uns zu unterhalten. Man sollte also immer definitiv Reserven haben in Sachen Währung. Man sollte auch seine Bevölkerung umsetzen. Das kann man letztendlich sagen, was soll die Bevölkerung jetzt eigentlich machen, immer wenn der Winter einsetzt, sodass man nicht hat, dass alle Städte plötzlich aussterben. Und man sollte vor allem auch die Luxusressourcen benutzen, die auf dem Marktplatz zur Verfügung stehen oder auch in der Welt erwirtschaftet werden können, um den Winter besser zu überstehen. 50% mehr Nahrung ist eine ganz gute Idee, wenn man danach sowieso auf jedem Feld eine Nahrung oder deutlich mehr verliert. Du hast eben erzählt, dass die Entwickler bei Endless Space, bei dem Vorgänger, sich die Kritik einstecken mussten, dass das doch ein sehr viel Zahlengeschubse da ist. Dass es ein bisschen aussieht, das Spiel, wie eine bebilderte Excel-Tabelle, was man diesem neuen Titel hier weiß Gott nicht vorwerfen kann, aber was auch hier bleibt, das ist ein Spiel mit sehr viel Micromanagement. Also hier muss man sehr viel auch tüfteln, man muss auf die Zahlen achten, es gibt sehr viele Ressourcen, es gibt eine ganze Reihe von Spielmechaniken, die komplex zusammenwirken und es lohnt sich schon, da ein bisschen nachzudenken, wie man die Städte optimiert, wann man welche Strategie verfolgt, in welcher Reihenfolge man die Technologien erforscht beispielsweise. Also einfach munter drauf losspielen und hoffen, dass es irgendwie gut geht, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Strategie. Gibt es hier für die Spieler, die leicht in das Spiel reinkommen wollen, Möglichkeiten, den Spieleinstieg etwas leichter zu erleben? Also was gibt es, wie ist das Spiel dokumentiert? Gibt es ein Tutorial? Gibt es Automatisierungsfunktionen auch für bestimmte Spielfeatures beispielsweise? Also es gibt auf jeden Fall das Tutorial im Spiel. Das erklärt aber auch wirklich nur die Grundmechaniken. Das Problem ist, dass die 8 Fraktionen sich ja alle vollkommen unterschiedlich spielen. Und wenn man jetzt gelernt hat, wie man Bevölkerung umverteilt in seiner Stadt im Tutorial, dann bringt einem das noch lange nichts, wenn man dann die gebrochenen Lords spielt, um dann festzustellen, dass man bei denen Population kaufen muss, anstatt dass sie ganz normal vor sich hin wächst, indem man Nahrung akkumuliert. Was man stattdessen sich angucken kann, ist einerseits Let's Plays auf YouTube. Da gibt es sehr viele Leute, zum Beispiel Punkzazu, die hervorragende Tutorials auch als Video gemacht haben, die dann auch in die Details der einzelnen Fraktionen reingehen, denn so im Spiel ist das nicht vorhanden. Andererseits, was ich jedem empfehlen kann, der einfach drauf losspielen möchte, ist mit dem Mauszeiger über jeden Knopf, den es gibt, einmal drüber zu fahren, weil es in diesem Spiel überall Pop-ups drin gibt, die einem dann zeigen, wo man lesen kann, was jetzt nun dieser einzelne Knopf, dieses einzelne Symbol nun macht. Dass die Völker sich so unterschiedlich spielen, das macht nicht das Spiel nicht nur für die menschlichen Spieler ein bisschen anspruchsvoll, sondern auch für die künstliche Intelligenz, für die KI, die diese Fraktionen anführt. Haben die Entwickler bei der Programmierung der KI sowas berücksichtigen müssen, dass die unterschiedlichen Fraktionen sich unterschiedlich spielen und wie gut kann die KI das umsetzen? Also wie gut kann die KI die ganz besonderen individuellen Spielstile, die man bei den einzelnen Fraktionen braucht, auch wirklich umsetzen? Ja, die KI muss auf jeden Fall damit rechnen, was die einzelnen Fraktionen machen. Schon allein, weil jede Fraktion komplett unterschiedliche Einheiten hat, müssen sie auch immer damit handeln. Diejenigen, die am wenigsten den normalen Spielfluss entspricht, sind sicherlich die Kultisten und von dem Gefluche, was ich den Programmierern von damals immer entnehmen konnte, die mich auch zum Staatsfeind Nummer 1 dafür erklärt haben, dass ich die Kultisten als Konzept erschaffen habe, kann man definitiv davon ausgehen, dass sie sehr viel machen mussten und sehr viel programmieren mussten, um dafür zu sorgen, dass die einzelnen Fraktionen sich anders spielen. Im Einzelnen funktioniert das leider, weil die KI wirklich eines der eher großen Schwachpunkte des Spiels ist, nicht perfekt. Teilweise weiß die KI nicht richtig, wo sie ihre Städte positionieren sollte, auch für die Fraktionen nicht. Deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig momentan zu sehen, spielt die KI nun eigentlich fraktionsgebunden richtig oder nicht, weil sie erstmal lernen muss, richtig gut zu spielen. Andererseits muss man die Leute ein bisschen in Schutz nehmen, bei den ganzen Mengen, die zum Beispiel bei der Release-Version, wie zum Beispiel den Kultisten noch reingekommen sind, hatten die KI-Programmierer gar nicht wirklich die Zeit, alles bis zum Ende so anzupassen, dass es wirklich alles funktionieren konnte. Das ist etwas unschön.
Die neue Release-Version habe ich mir noch nicht so gründlich angeguckt, dass ich jetzt ein Urteil über die KI-Qualitäten abgeben könnte. Was mir bei der Beta-Version aufgefallen war und was auch in dem Let's Play, das ich in dem kurzen Let's Play, das ich gemacht habe, zu sehen war, dass die KI doch Schwierigkeiten hatte mit der Expansion, also mit der Ausdehnung ihres Reiches, was ich dann auch später, ohne es in einem Let's Play aufzunehmen, bei eigenen Partien gesehen habe, war beispielsweise, wenn ich fremde Distrikte eingenommen habe oder fremde Provinzen eingenommen habe mit meinen eigenen Truppen, dann war ich teilweise schon etwas frustriert zu sehen, dass die Städte, die dort waren, gar nicht richtig ausgebaut worden waren von der KI, also dass sie es gar nicht auf die Reihe bekommen hat, ihrem Bevölkerungswachstum beispielsweise umzusetzen, darin, dass das Siedlungsgebiet der Städte erweitert worden ist. Oder eine andere Sache, die ich beobachten konnte, Schwierigkeiten bei der Belagerung. Dass wenn die eine KI-Fraktion die andere belagert hat, dass dann Einheiten fast im Rundentakt hinzugefügt wurden, auf Seiten der Belagerer dann wieder abgezogen wurden. Das hat mich dann schon ein bisschen enttäuscht, also zu sehen, dass so relativ elementare KI-Strategien in der wirtschaftlichen, auch in der militärischen Ebene nicht so richtig funktioniert hatten während des Beta-Stadiums. Wie sieht das jetzt aus bei der Release-Version? Sind das Sachen beispielsweise, die jetzt verbessert werden konnten? Also die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, sind auf jeden Fall besser geworden. Inzwischen ist die KI durchaus in der Lage, eine Stadt anzugreifen. Andererseits muss man sagen, sie ist auch nur in der Lage, eine Stadt simultan anzugreifen. Sie kann nicht zwei Städte simultan angreifen. Das ist zwar eine Verbesserung, aber es ist noch lange nicht da, wo die Leute eigentlich hinwollen. Und es ist eine der nächsten geplanten Verbesserungen, dass sie der KI beibringen wollen, zwei Städte anzugreifen. Dass sie es hinbekommen, die Expansion zu machen, das kriegen sie auf jeden Fall hin. Aber eine der größten Schwächen der KI ist, dass sie momentan hauptsächlich patrouilliert mit einigen wirklich großen Armeen. Und wenn man diese Armeen schlägt, dann kommt nichts mehr nach. Oder wenn man einfach mal zwei Städte der KI angreift, indem man die Patrouillen umgeht und irgendwo mal mitten im Herzen der KI irgendwo eine Stadt einnimmt oder belagert, dann kommt auch nicht so wirklich viel. Man kann sie also sehr leicht noch durcheinander bringen. Ein anderer Punkt, der oft kritisiert wird bei diesem Spiel, aber auch beim Vorgänger Endless Space, das sind diese taktischen Karten, die es gibt. Das heißt, dann, wenn man mit eine KI-Fraktion angreift, dann hat man die Möglichkeit, die Schlachten nicht nur automatisch ablaufen zu lassen, sondern, wenn man will, zu wechseln auf eine taktische Karte. Und da laufen diese Taktikschlachten in bestimmten Phasen ab. Also man kann die einzelnen Truppen so positionieren, zum Beispiel Nahkämpfer vorne, Fernkämpfer hinten, wie es man für am sinnvollsten erachtet, und kann denen auch Angriffs- und auch Bewegungsbefehle geben. Und im weiteren Verlauf der taktischen Schlachten ist man aber mehr im Zuschauermodus. Man guckt halt zu, wie die KI die eigenen Truppen bewegt und mit denen kämpft und wie die es auch macht bei den Truppen der Fraktion, der anderen Fraktion, die da angegriffen wird. Und das ist halt ein ganz spezielles Modell und das wird von den Fans sehr unterschiedlich beurteilt. Also es gibt sowohl Fans, die sagen, die das eigentlich ganz, ganz gut finden, weil sie das vergleicht mit anderen Spielen, wo es sowas gar nicht gibt, wo es gar keine taktischen Schlachten gibt und wo sie dann sagen, das ist doch ein Fortschritt. Und ich will auch gar nicht Micromanagement bei den taktischen Schlachten unbedingt betreiben. Ich bin damit im Prinzip zufrieden. Und dann gibt es die anderen Leute, und ich muss gestehen, dazu gehöre ich auch, die sagen, mir reicht das eigentlich nicht aus, dieser Zuschauermodus. Also wenn ich jetzt schon die einzelnen Truppen so haarklein überall positionieren und denen Befehle geben kann, meinen Einheiten, dann möchte ich aber auch eine Kontrolle darüber haben, wie die umgesetzt werden. Dieses ganz spezifische Modell, was die Entwickler sich da ausgedacht haben und wo sie auch eine Menge Kritik für eingesteckt haben, worin liegt die Sturheit der Entwickler begründet oder auch der Mut, dass sie sagen, wir ziehen das durch. Es gibt eine ganze Menge von Leuten, die pissen uns dafür an den Karren, trotzdem ziehen wir das durch. Woher kommt die Überzeugung, dass das richtige Konzept ist? Die kommt wahrscheinlich eher aus dem Multiplayer-Modus, muss man dazu sagen. Also wenn man mehrere Spieler hat, ist immer eines der größten Probleme, sobald irgendjemand auf der Karte eine taktische Schlacht durchführt und jetzt jede von 20 Einheiten im ganz haarklein 6 Runden lang kontrollieren möchte, dann warten alle anderen Spieler, ohne irgendwas Sinnvolles tun zu können, gut und gar eine Viertelstunde. Das war auf jeden Fall einer der Schritte, wo ich mir sehr sicher bin, dass die Entwickler das als Begründung genommen haben, um zu sagen, wir müssen das irgendwie straffen können. Und dann haben sie sich die Vorstellung gebildet, dass wenn ein General seinen Truppen Befehle gibt, er das nur einmal machen kann und danach die Schlacht sowieso sich komplett anders aussieht letzten Endes, als der General sich das geplant hat. Man sollte bei Endless Legend
eine relativ undokumentierte Steuerungsmöglichkeit dann doch definitiv in Anspruch nehmen. Das ist, wenn man den Steuerungskey hält, also einfach nur die Steuerungstaste gedrückt hält, kann man den Truppen erstmal befehlen, wo sie lang gehen sollen und dann, wen sie angreifen sollen. Es ist also möglich, den H-Kleinen zu sagen, okay, Bogenschütze, stell dich mal da oben auf den Hügel und dann schieß mal auf den und den Feind. Das kann man machen. Die Frage ist, ob nicht irgendeine andere Einheit sich vor auf den Hügel stellt. Insofern gibt es dann die taktische Kontrolle nicht. Andererseits gibt das dann aber wieder die Ebene des Denkens oder des strategischen Denkens, was man sich darunter vorstellen muss, dass man vorausahnen sollte, was der Gegner eigentlich macht. Die größte Kritik, die ich auch selbst momentan an dem System habe, ist, dass die KI einfach zu doof ist, einen vernünftigen Befehl zu machen oder sich einen vernünftigen Befehl selbst zu denken. Wenn denn nun eine Einheit ihren ursprünglichen Befehl nicht ausführen kann, dann macht sie ja meistens irgendeinen Mist, den man einfach nicht mit ansehen kann. So hart formulieren darf man es ruhig. Und das ist auch eine der Sachen, an der die KI-Programmierer gerade arbeiten. Denn die müssen definitiv die KI der Einheitenbewegung besser hinbekommen. Du hast schon einiges angesprochen dazu, dass die Entwickler mit der Entwicklung des Spieles jetzt noch nicht fertig sind. Die Entwickler haben noch Pläne, sie wollen das Spiel noch besser machen. Es gibt wohl noch eine Reihe von Patches oder auch Updates, wo am Feintuning des Spiels geschraubt wird. Wie sieht das eigentlich aus mit Add-ons oder DLCs? Haben die Entwickler sich da schon geäußert? Ist das eigentlich grundsätzlich ein Pfad, den sie begehen wollen? Das ist ja auch eine Sache, die von vielen Spielern bei anderen Titeln oft kritisiert wird, dass die sagen, diese DLC-Politik, die geht uns komplett auf den Wecker. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen nicht für als besonders treue Fans für Kleinstinhalte, die später nachgeliefert werden, überproportional viel Geld bezahlen. Das ist ja meistens bei den DLCs der Fall. Wie sieht hier die Politik der Entwickler aus? Welche Pläne haben die? Also wir wissen es auf jeden Fall schon von Endless Space, wie sie es da gehandhabt haben. Da gab es halt nur einen einzigen DLC, was dann halt auch ein größeres Add-on war, das eine neue Fraktion reingebracht hat, eine neue Kampfmechanik und mehrere andere Inhalte, die wirklich zumindest das entsprechende Geld wert waren. Das war halt dann quasi eine Vollgelderweiterung des Harmony. Für Endless Legend wird es wahrscheinlich ähnlich laufen. Man muss dann allerdings nur sehen, dass sie dazwischen immer vielleicht unglücklich gewählt den Begriff freie Add-ons wählen, was dann quasi größere Patches sind, die auch neue Mechaniken in das Spiel einbringen oder alte Mechaniken verbessern. Das haben sie damals ein halbes Jahr lang für Endless Space gemacht. Es ist schon von ihnen gesagt worden, dass sie vor Ende dieses Jahres auf jeden Fall noch ein demartiges freies Add-on bringen wollen. Wir wissen allerdings noch nicht exakt, was da drin ist. Auch wenn es nur ein paar Inhalte gibt, die aus dem Games-Together-System versprochen worden sind und die noch nicht eingebaut sind, also die definitiv in Kürze noch kommen werden. Zum Beispiel die kleine Fraktion der Augenlosen, die von der Community entschieden wurde, aber die es im Spiel noch nicht gibt. Endless Legend. Schönes Spiel, finde ich, trotz aller Kritik, die wir hatten, die du teilweise auch geäußert hast, obwohl du ein Fan des Spiels bist und auch die jetzt auch von mir geäußert worden ist, obwohl ich dieses Spiel auch sehr schätze. So sehr schätze, dass ich davon ein Let's Play machen werde, wird in Kürze starten. Ich werde mir noch gut überlegen, welche Fraktion ich nehme. Vielleicht werde ich auch dieses Feature mal ausprobieren, mir eine Fraktion ganz individuell zusammenzustellen. Ich lasse mich mal selbst überraschen und euch dann auch mit. Nosferatiel, das war ein, fand ich, sehr, sehr interessantes Gespräch. Sehr informativ. Ich habe eine Menge erfahren, was ich vorab noch nicht wusste. Viele Insider-Infos. Vielen lieben Dank dafür. Auch deshalb, dass du das gemacht hast, obwohl du ja schwer verschnupft bist. Aber ich finde, das hat man dir überhaupt nicht angemerkt. Dankeschön. Kein Problem. Und ein letztes Schlusswort noch. In der Community ist es normalerweise so, dass die Entwickler auch mal selbst geschrieben haben, man muss definitiv Kritik verkraften können und es wird auch gern konstruktiv allerdings Kritik auch offen geäußert. Das ist eigentlich eine der Dinge, die wirklich dieses Spiel oder auch diesen Entwickler schön machen. Man kann ihnen auch mal sagen, dass sie Mist gebaut haben und sie versuchen danach es auch besser hinzukriegen. Danke, macht's gut, bis dann, tschüss.